Hallo Leute, willkommen zu meinem allerersten Speedbuild-Video. Ich baue ein mittelalterliches Dorf. Und da ich tagelang dran gebaut habe, wird es gleich ein Mehrteiler. Hier ist nun der erste Teil. Inspiriert wurde ich zu diesem Bau von Devon Bumpkin. Er hat ein ganz tolles Mittelalterdorf gebaut. Und ich wollte es ein wenig größer machen, um mehr Platz zum Spielen zu haben. Einen Link zu Devon Bumpkins Kanal findet ihr oben rechts in diesem kleinen Infoknopf und unten in der Infobox. So, kommen wir hier zu meinem Bau. Ich habe mir das größte Grundstück in Windenburg auf der Insel dafür genommen, weil ich dachte mir, für ein ganzes Dorf brauche ich riesig viel Platz. Und dann war ich aber erstmal doch etwas überwältigt von der schieren Größe dieses Grundstücks und habe mich gefragt, wo ich diese ganzen geplanten Gebäude so hinplatzieren sollte. Am Anfang bin ich also vor allem am Kästchen bauen und ich frage mich hier wirklich, ob das die richtige Größe hat, die zu dem Grundstück passt. Und ja, das ist die Schwierigkeit wie beim leeren Blatt Papier. Hier baue ich übrigens gerade eine Kirche. Es soll eine romanische Kirche sein, also schon was richtig Altes, so sagen wir mal 12. Jahrhundert rum oder so, mit schlichten Rundbögen und überhaupt ziemlich schlicht gehalten. Nichts pompös hochverziertes, sondern einfach und geradlinig, so wie die Kirchen im Mittelalter tatsächlich waren. Ah, und da oben links in der Ecke, das ist ein Tor und da kommen auch noch Türme hin und so. Denn der Bürgermeister dieses kleinen Dorfes, der möchte gerne eine Stadt aus seinem Dorf machen. Und darum will er auch Türme haben und langfristig ist sein Plan, eine Stadtmauer um das Dorf herum zu bauen. Aber bisher hat er vom herrschenden Grafen noch keine Genehmigung bekommen, um eine Stadt aus seinem Dorf zu machen. Jo, hier, da aktuell baue ich gerade das Haus von einem Krämerladen. Der verkauft alles Mögliche und ist auch der Apotheker des Dorfes und der geht immer viel sammeln, das ist also ein Kurator. Und der verkauft daher auch alle möglichen Fundgegenstände, Kristalle und so alles Mögliche. Und jo, hat seinen Laden da an der Ecke. Und hier baue ich jetzt die Türme. Und dazwischen kommt so ein Gang mit Halbwänden. Zack, Decke weg. Und die Treppe zu dem Turm will ich von außen dran setzen. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man irgendwas diagonal setzt, weil die Treppen kann man nicht diagonal machen. Merkwürdigerweise. Darum habe ich da so eine kleine Ecke hingebaut. So, und hier überlege ich jetzt gerade, wo kommt das nächste Haus hin, wie groß wird es. Das soll ein Wirtshaus werden und das kriegt im zweiten Stock dann auch Hotelzimmer, damit die Gäste, die eventuell aus den umliegenden Höfen und so kommen, dass die bei Festen auch übernachten können. Natürlich hat es keine offizielle Hotelfunktion, weil die gibt es noch nicht bei den Sims 4. Aber ich denke mir, wenn man mit Sims dort zum Feiern kommt, dann kann man die einfach da pennen lassen. Und oben drüber schlafen natürlich die Wirtsleute. Da
Das hier gibt das Haus des Schreiners. Der, ja, baut Möbel und sowas und verkauft die unten in seinem Laden. Und oben wohnt er. So, damit es nicht ganz so kastenförmig aussieht, mache ich da so ein paar Ecken rein und die Obergeschosse lasse ich meistens etwas überstehen, denn das sieht man häufig bei diesen mittelalterlichen Häusern. Und ich finde, das sieht auch ziemlich schick aus. Und vorne hat das hier einen Balkon. Ich fand es gar nicht so einfach, hier die Häuser nicht so rein kastenmäßig aussehen zu lassen. Und nach habe ich die dann noch etwas mehr verfeinert. Dieses hier wird das Haus der Gärtnerin und die baut Blumen und Obst an und verkauft die unten in ihrem Laden. Hinterm Haus hat sie ihren Garten und oben wohnt sie. Das ist also, zieht sich durch das ganze Dorf. Unten ist irgendwie eine öffentliche Funktion und oben wohnt der Betreiber des jeweiligen Ladens. So, hier gibt es noch ein paar Giebel. Die Kirche mache ich noch ein bisschen größer, weil die ist im Vergleich zu den anderen Häusern doch etwas klein geraten. So, der Turm wird noch etwas höher. Okay. Und was jetzt noch fehlt, ist das Bürgermeisterhaus. Und der Bürgermeister, der wohnt da mit seiner Frau und einem Teenager-Sohn. Ein ziemlich verwöhnter Sohn. Aber das ist ja normal als Bürgermeisterkind. Wie ihr seht, bin ich da noch schwer am Hin- und Herziehen, um überhaupt so die Verhältnisse der Häuser zueinander und zu dem Grundstück hinzukriegen. Also größer, kleiner, größer, hin und her. Und beim einzelnen Ausbau der Häuser werde ich an deren Form auch noch ordentlich was ändern. In der Mitte gibt es so einen zentralen Platz, wo das Dorfleben stattfindet, mit Brunnen und Marktständen und so weiter. Und ich habe mir auch insgesamt 8 Leutchen ausgedacht, die in diesen Häusern wohnen. Man kann ja nicht mehr als 8 Leute auf so einem Grundstück haben. Und die leben da wie ein Haushalt zusammen. Ah, genau. Und jetzt ist was leider ziemlich Dummes passiert, denn die Aufnahme vom zweiten Teil ist nichts geworden. Und das hat einfach nicht aufgenommen, das Programm. Und darum sind wir jetzt schlagartig sehr viel weiter. Also ich habe da so Fachwerk und Stein, Wände eingebaut, damit es mittelalterlicher wirkt. Und jetzt arbeite ich gerade an einigen Details, so kleine Balkons, damit das Ganze nicht so klobig wirkt, sondern etwas filigraner. Aber so richtig toll filigran kriege ich das trotzdem nicht hin. Da muss ich noch ordentlich üben. So, jetzt bin ich bei den Dächern. Bin ich damit schon zufrieden? Ja, inzwischen kriege ich es immerhin hin, den Dächern ein paar Giebel und sowas zu verpassen, aber so die überfiligranen, hundertfach verschachtelten Dächer kriege ich noch nicht hin und ist mir vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ich habe meine Bauten gerne spielbar, also wo nicht
zu viel Krempel drin ist. An, ja, keine 20 Dächer pro Dach, sondern vielleicht 4 Dächer pro Dach. Weil sonst ist das Spiel so langsam und man kann einfach nicht richtig spielen. Denn ich baue ja nicht nur, sondern ich spiele auch gerne. Und hier für dieses Dorf habe ich mir auch ein Gameplay ausgedacht. Das ist aber noch nicht so ganz ausgereift. Und ich will außerdem die gesamte Insel besiedeln, bevor ich mit dem Spielen anfange. Das hier ist halt das große Dorf. Und dann gibt es noch ein Schloss und 2 Bauernhöfe und noch eine Fischerhütte, wo auch eine Kräuterfrau lebt. Und dann ist die ganze Insel voll gebaut. Bislang habe ich aber erstmal nur dieses Dorf gebaut. Und wie ihr seht, kämpfe ich gerade hier mit dem Kirchendach. Ich finde es oft gar nicht so einfach, aus den achteckigen Grundrissen gescheite Dächer zu zaubern. Und darum ist es jetzt mehr ein Kompromiss, als dass ich es optimal gelungen finde. Jo, ich finde, es geht jetzt so halbwegs. So, dann kommen da noch ein paar Schornsteine und dergleichen Verzierungen drauf. Ich finde, das bringt auch viel zur altertümlichen Stimmung. Jo. In die Mitte will ich einen großen Brunnen setzen. Gucke ich mal, welchen Brunnen ich am geeignetsten finde. Der ist eigentlich ganz schön. Vor allem muss er halt groß sein und zentral wirken. Und nun fange ich erstmal mit der Kirche an, denn das scheint mir irgendwie am einfachsten. Weil ich da nicht viel überbordendes Mobiliar reinpacken will, sondern ja, es soll halt eine schlichte, altertümliche Kirche werden. Erstmal ein bisschen beleuchten mit so schönen Kerzenkronleuchtern. Und da wir noch kein Mittelalter-Pack haben, finde ich es teilweise auch nicht so ganz einfach, da die passenden Türen und so zu finden. Aber Zeit für Freunde, wo ja auch Windenburg stattfindet, hat da schon sehr viel gebracht, finde ich. Also seitdem gibt es ja Fachwerkwände und auch diese Fenster kommen zum Teil aus Windenburg, also von Zeit für Freunde. Und diese Rundbögen, die sind halt typisch für die romanischen Kirchen. So romanische Kirchen waren, oder romanische Bauwerke, waren vor der Gotik, wo es dann Spitzbögen gab. Die gibt es noch gar nicht in den Sims. Und diese Rundbögen, die waren vorher modern. Und ja, da sieht das Ganze etwas klotziger und trutziger aus. Eine
Im gotischen Stil sind dann solche Kirchen wie der Kölner Dom, und die meisten Münster und Dome sind gotische Stile. Die sind sehr viel filigraner mit Seitenschiffen und richtig schick gemacht. Und dieses hier ist eine schlichte, plumpe Dorfkirche. Und es ist eine Marienkapelle, denn es gibt ja keine Kreuze und Altäre und so. Und hier packe ich erstmal so ein paar Sachen fürs Kleintiergehege hin, weil ich hier gerade so in der Gerümpelecke rumsuche. Eigentlich suche ich gerade nach einem geeigneten Gestühl für die Kirche. Es soll halt irgendwie schlicht wirken, aber auch glaubwürdig. Ja, ich denke mal, diese ganz einfachen sind angemessen schlicht. Viel später, also erst in einem späteren Teil, ist mir dann eingefallen, dass man aus der Kirche ja eine Hochzeitskapelle machen könnte. Das habe ich dann auch noch getan, aber das sehen wir heute noch nicht. So, dann habe ich mir überlegt, was kann man als Altar nehmen, und habe mich für diese schlichte Bank entschieden. Dann kommen noch ein paar Lampen in den Turm, damit der später mal von innen leuchtet. Jo, ganz nett. In der Kirche wohnt natürlich keiner. Oh, mir fällt ein, ich habe auch gar keinen Pfarrer vorgesehen. Vielleicht kommt der ab und zu für Gottesdienste angereist oder so. Es ist ja auch mehr eine Kapelle. So, jetzt bin ich unzufrieden mit der allgemeinen Höhe der Stockwerke. Das Problem ist ja, wenn man so mehrere Häuser auf einem Grundstück baut, dann haben die je Stockwerk immer die gleiche Höhe. Ich kann also nicht sagen, okay, bei der Kirche will ich große Stockwerke haben und bei anderen Bauten niedrige. Und darum muss ich da Kompromisse eingehen. Hier probiere ich jetzt erstmal die oberen Ränder der Türme. Und weil die sind zu klein, um so einen schönen Wechsel von kleinen und höheren Halbwänden zu machen. Und später fällt mir da aber noch was anderes zu ein. So, zwischendrin muss ich nicht immer mal wieder speichern. Nicht nur, sondern auch immer mal wieder gucken, was will ich jetzt als nächstes machen. Und hier fange ich jetzt mit der Gaststätte an. In die Ecke da kommt die Küche rein. Und der Hauptraum ist der Gastraum mit Bar und so. Und das Wirtsehepaar, jo, da ist sie, die Köchin, eine leidenschaftliche Köchin mit, wie heißt das nochmal, Kochbestreben und so. Das wird sie natürlich nicht ausführen können, weil sie ja nicht arbeiten geht. Aber es zeigt immerhin mal, wohin ihr Interesse geht. Und er hat das Mixerbestreben, weil er die Getränke mixt. Und die leben dann im Obergeschoss, im dritten Obergeschoss. Also ein Erdgeschoss, erstes im zweiten Obergeschoss. Ja, für die Küche verwende ich möglichst altertümliche Möbel
Und da sie ja das ganze Dorf bekochen soll in ihrer Gastwirtschaftsküche, wird die Küche auch angemessen groß. Da fehlt es an nichts für einen mittelalterlichen Kochhaushalt. Und sie kriegt sogar ein paar Hängeschränke rein. Die meide ich sonst eher, also wenn ich möglichst billig baue für meine Sims. Aber das ist jetzt sowieso ein super teurer Luxusbau und bei neuen Sims läuft da nichts ohne Cheaten. Ich glaube, das Dorf kostet insgesamt über eine halbe Million, wenn es mal fertig ist. Und die Idee dazu ist, dass der Bürgermeister gut geerbt hat von seinem Vater und konnte darum auch das Dorf schön herrichten lassen und so weiter. Jetzt baue ich hier noch mehr Schränke ein und noch ein Waschbecken. Und hier kommt die Bar hin, also erstmal der Getränkeschrank. Da kommt noch ein Weinregal hin. Und damit das alles hinpasst, muss ich noch so ein bisschen hin und her schieben. Aber so ganz gefällt mir das nicht. Ja, die Küche geht jetzt so halbwegs. Dann fangen wir mal mit der Barecke an. Da überlege ich noch, ob ich eine große Bar nehme oder eine kleine mit Theken rundherum. Wie ihr seht, fällt mir die Wahl schwer. Und ich bin auch wirklich keine schnelle Bauerin. Ich lasse das jetzt in fünffacher Geschwindigkeit laufen. Sozusagen für die langsamen Gucker. Ich hätte es natürlich auch noch schneller machen können, aber dann würde ich selber kaum sehen, was ich baue. Und ich bin bei den schnellen Bauvideos immer ganz irritiert. Darum ist es jetzt mehr so halb gemächlich. Nun kommen hier mal Möbel rein, so Dorfschenkenmäßig, kleine und große. Und ist natürlich viel mehr Platz als für die 8 Dorfbewohner, weil ja auch die anderen Leute von der Insel kommen. Und wie man deutlich erkennen kann, vergesse ich gerade völlig, dass man unten ein Klo einbauen muss. Aber das fällt mir dann später noch ein. Das wird dann noch dazu gebaut. Dann wird es halt etwas enger in diesem Raum. Aber man braucht auch nicht so viele Tische. Als ich das hier gebaut habe, da war mir auch noch nicht so ganz klar, dass ich oben Hotelzimmer einbauen will. Und da muss natürlich noch eine Treppe hin, die da hochführt. Sonst hätte ich eine externe Treppe gemacht. Aber irgendwann später dachte ich, Hotelzimmer müssen sein. Denn wo sollen sonst die betrunkenen Inselbewohner übernachten, wenn sie zum Fest kommen ins Dorf. So, das war's jetzt für heute.
Hier seht ihr noch ein paar Screenshots, vor allem von dem Gasthaus, so wie es jetzt ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.